Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch ein Polybag mitgebracht von Disney Princess aus dem Film Frozen, die 30559. Und da ist die Prinzessin dabei und Bruni. Bruni ist dieser kleine Salamander hier. Und ja, ich habe diesen Polybag eigentlich gekauft, nur wegen diesem kleinen Salamander. Ich will mir anschauen, wie der aussieht. Und ja, habe dann hier noch natürlich noch die Prinzessin dabei. Namen weiß ich, Elsa heißt die, glaube ich. Prinzessin Elsa. Und ja, ich werde den jetzt mal mit euch zusammen bauen. Und denke, das geht ja ratzfatz, da sind nicht so viele Teile drin. Und werde euch dann zeigen, was hier alles in diesem Polybag drin ist. Das hier ist die Anleitung. Kleines Büchlein, also so ein Ding zum Aufklappen. So sieht die Anleitung aus. Das hier ist die Rückseite und ja, ich glaube, das geht recht schnell. Das hier sind die Teile, alles in diesen schönen Farben. Lavender und ja, wie das alles heißt, aber auch sehr viel Weiß. Na, dann werde ich mich mal da ranhalten und mal die Prinzessin als erstes zusammenbauen. Dann haben wir schon was, was ihr anschauen könnt. Ich mag ja diese Friends-Figuren nicht wirklich. Aber, naja, ich kann die dann immer noch irgendwie verkaufen oder verschenken oder halt sonst irgendwo hinstellen, in eine Kiste tun und kein Mensch sieht die. Aber ich wollte diesen Bruni und den zeige ich euch auch gleich. Das ist jetzt mal die Prinzessin. Die ist schön bedruckt natürlich. Also sieht schon cool aus, aber die Minifiguren sind halt blöde. So ist das halt leider. Ich hätte die lieber in normaler Minifiguren, in den normalen Minifiguren, wie sie von Lego gibt und nicht in diesen, ja, Friends-Figuren. Das hier die Prinzessin und hier haben wir Bruni. Ich habe ihn gefunden und ja, der kleine Kerl sieht doch recht putzig aus. Also mir gefällt er. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Polybag gekauft habe. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. So sieht er von oben aus. Also ist recht klein, aber ein cooles Tierchen. Halt ein Salamander. Ja, dann fange ich jetzt mal an, hier zusammenzubauen. Oder auf den Boden zu werfen. Zum Glück war das ein relativ großes Teil. Ich habe es schon gefunden. Ja. Aber ich glaube eben, das geht ziemlich schnell, das hier aufzubauen. Und dann schauen wir mal, was wir hier dann haben. Ja, mein Gott. Heute nicht mein Tag, werfe alles auf den Boden. Aber gibt es manchmal. Gibt Schlimmeres. möchtet ihr auch solche Polybags? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ob ihr jetzt den auch gekauft habt wegen Bruni oder ob ihr das Set sowieso gekauft habt, weil ihr diese Prinzessin Elsa mögt. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, eben, also bei mir ist wirklich, ich wollte diesen Bruni. Und ich glaube, was habe ich? 3 Euro bezahlt für diesen oder 3,50 für diesen Polybag. Und da habe ich gedacht, komm, packst du mit ein. Da kann nicht viel falsch gehen. Und du hast dann diesen Bruni. So, das hier ist dann das Feuerchen mit einem Marshmallow an der Stange. Das sieht so aus. Aha, süßer kleiner Bild. Ich stelle das mal hier auf die Seite. Und dann fange ich jetzt an mit dem größeren, diesem Iglu oder diesem Häuschen für Bruni oder was auch immer das genau ist. Ich habe das, glaube ich, aus, wie heißt es, Frozen 2 oder so, habe ich allerdings noch nicht gesehen. Kommt dann vielleicht irgendwann, wenn der Mann im Fernsehen normal kommt, dann werde ich den vielleicht auch sehen. Ansonsten, ja, mal schauen. Wenn ich mal günstig irgendwo den DVD bekomme, kann es sein, dass ich mir den auch dann kaufe. Weil ist ja auch immer schön, wenn man da irgend so. Stimmt das? Ja, das geht jetzt drüber so.
kommt da noch ein bisschen Eis ran. Also ihr seht, es geht da ganz schnell. Also die Teile werden weniger und weniger. Außer ich werfe sie auf den Boden, dann sind bald keine mehr. Ja. Nee, ich kaufe mir öfters mal ein Polybag, einfach weil ich halt irgendeine Figur oder einfach die Idee dahinter cool finde. Oder auch, weil es einfach halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Weil in den Polybags bekommst du meistens irgendeine Figur, vielleicht auch mal zwei oder eine Figur und ein Tier, wie jetzt hier. Und ja, du bezahlst nicht wirklich viel. Und du bekommst noch ein paar coole Teile, hast ein kleines Bild, wo auch Spaß machen kann. Und gerade für so zwischendurch mal so ein Polybag, wenn man nicht wirklich so, ja, jetzt nicht so viel Zeit hat, oder ja, ist doch immer cool, ein Polybag aufzumachen, den zu bauen und Spaß zu haben. Also bei mir gehen Polybags immer, ich finde das cool und ja. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht mit den Polybags, ob ihr auch den einen oder anderen kauft oder ob euch die überhaupt nicht interessieren, ihr die gar nie kauft oder nur vereinzelt, wenn wirklich jetzt die super spezielle Spider-Man-Figur oder sonst sowas drin ist, ob ihr sie nur dann kauft. Würde mich interessieren, wie ihr das so macht mit den Polybags. Und vor allem auch, wo, dass ihr die Polybags kauft. Also ich kaufe sie, also bei uns gab es jetzt auch im Supermarkt gab es einige Polybags. Das hier habe ich allerdings von einem Geschäft in Örebro gekauft. Da habe ich auch schon ein Video darüber gemacht. Ebrix heißt dieses Geschäft. Da war ich vor einem Monat oder so, war ich da in diesem Geschäft. Und ja, die haben da eine ganze Reihe von Polybags, die man da kaufen kann. Und der war auch dabei. Und eben, ich fand dann für den Preis, 3,50 oder irgend sowas hat der gekostet, das ist ein guter Deal. Ich bekomme eben diesen Bruni, ich bekomme ein kleines Bild und ich bekomme halt noch Prinzessin Elsa. Allerdings eben Elsa brauche ich nicht wirklich. Aber besser haben als nicht haben. Schlussendlich ist es auch Lego und ich mag Lego und ja, ist doch schön, wenn ich da eine Elsa-Figur habe. Auch wenn ich die nicht wirklich bräuchte. Aber eben lieber in normal Lego-Teilen hätten. Also, ja. Aber was soll's. Ich gebe mich mit dem hier zufrieden, was ich habe. Und das passt ja grundsätzlich schon. Hier habe ich noch so einen Baum gemacht jetzt, also ein paar Blätter. So, was kommt hier rein? Ja, das war's schon. Das hier ist dann dieser Bild für Bruni, der da so sein Häuschen hat. Ist cool gemacht, hat auch ein paar coole Teile dabei, also gerade diese weißen schrägen Dachteile hier, die sind schon cool. Auch das ist, ja, was ist das für ein Lavender, glaube ich. Dieses Blatt hier ist cool, auch dieses weiße Baumelement ist cool. Das kann man auch für eine Birke oder so, könnte man das dann brauchen. Ja, in dem Sinn ein schöner Bild. Dann haben wir Bruni, den können wir natürlich dann hier reinsetzen. Allerdings hat es da keine Noppe drin. Das ist dann wieder ein bisschen blöde, aber wenn man den so einsetzt, steht er da natürlich und hat da sein Iglu, wo er leben darf, hat hier noch ein Feuerchen und Elsa ist dann auch da. Ja. Ich finde es toll, ich habe diesen Bruni jetzt und der hat auch auf dem Rücken, ne, das ist ein Loch, da könnte man noch was reintun. Ja, so ein Verschmück, es gibt ja bei den Frenztieren oft, dass die ja so Löcher auf dem Rücken haben, wo man dann irgendeine eine Schleife oder irgendwas reinmachen kann. Das hier sind die Ersatzteile, die übrig bleiben. Sind doch einige. Und das ist ja nicht schlecht. Die kommen in meine Ersatzteilekiste. Aber auch Teile, die man brauchen kann. Glaube ich. Ja. Wie findet ihr dieses kleine Set? Schreibt mir das gerne in den Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like geben. Gerne auch ein Abo dalassen. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Polybag. Ja, hier sind noch ein paar andere Sets drauf, sehe ich gerade. Da zeige ich euch natürlich noch jetzt noch ein paar Sets von diesen Prinzessinnen, die man auch noch kaufen könnte. Die interessieren mich natürlich nicht. Ich brauche nur hier diesen Bruni. Und finde es eigentlich, wie gesagt, ich kann das Set empfehlen. Bruni ist toll, der sieht recht klasse aus, da habe ich Freude dran. Holt euch dieses Set, diesen Polybag auch, wenn ihr den irgendwo seht, für 3-4 Euro. Ihr werdet Spaß haben. Ich hatte jetzt auch Spaß, war ein kleiner Bild. Und Bruni ist eine tolle Echse. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen.
Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit diesem Polybag von den Disney-Prinzessinnen. Mit alles sonst, was ihr von Lego baut. Habt Spaß, genießt das Leben und bis bald.